Das ist der Expertentipp von Verivox. Das Huawei P10 hatte ich euch ja schon mal kurz auf dem Mobile World Kongress vorgestellt. Jetzt ist das finale Produkt da. Wir sehen es uns ein bisschen näher an. Und es gibt erste Testergebnisse zur Akkulaufzeit, zur Prozessorleistung. Und wir vergleichen mit dem Vorjahresmodell, dem P9, hier rechts auf der Seite. Von der Größe seht ihr schon, hat sich da nichts getan. 146 statt 144 Gramm, nicht der Rede wert, aber hier hatten wir ja noch auf der Rückseite den Fingerabdrucksensor, der ist jetzt hier verschwunden. Aluminium-Unibody-Gehäuse ist geblieben, aber ist jetzt ein bisschen so von den Kanten her ein bisschen abgerundeter. Und hier ist jetzt auf der Vorderseite der Fingerabdrucksensor. Und zwar gibt es dazu zwei Geschichten noch zu erzählen. Zum einen, der ein oder andere wird es ja vielleicht gelesen haben, man hat jetzt so ein bisschen darauf verzichtet, hier so einen Fettfingerschutz auf die Oberfläche zu bringen. Zumindest dann, wenn man die Schutzfolie, die ab Werk drauf ist, runterzieht. Das habe ich jetzt gemacht, weil ich natürlich die Helligkeit auch messen muss. Und hier beim P9 übrigens ebenso. Und abgesehen davon, die sind ja auch nur eine Weile tauglich. Und außerdem, dann fühlt man hier das und das ist nicht so schön. Und letztlich wird es ja auch so ein bisschen das Design unterbrechen. Hier, dass er wirklich fast nahtlos hier in das Aluminium-Unibody-Gehäuse hier übergeht. Von daher, ich habe es runtergemacht, wollte wissen, wie ist denn das so auf Dauer? Und da man das am besten bei ausgeschaltetem Display gucken kann, habe ich jetzt mal hier absichtlich ausnahmsweise nicht sauber gewischt und halte euch das jetzt mal so ein bisschen hier ins Licht. Und ich hoffe, man kann das einigermaßen so erkennen. Also man sieht hier auf dem P10 links ein bisschen mehr als hier beim P9 rechts. Trotzdem, das ist jetzt nicht wirklich der Rede wert. Also ob man jetzt 80% Fingerabdrücke sieht oder 90%, ist glaube ich dann auch nicht mehr kriegsentscheidend. Also für mich zumindest wäre es jetzt kein Kriterium zu sagen, alles passt, aber deswegen kaufe ich das P10 jetzt nicht, das wäre, glaube ich, auch dann Quatsch. Was man außerdem noch wissen sollte, man hat das halt gemacht, weil das ist eine durchgehende Glasoberfläche. Jetzt hier unten der Fingerabdrucksensor, das ist kein Auslass, also kein zweites Bauteil, wie meistens ja, und dann spült man diesen Metallrand oder so. Das ist wirklich nur eine Ausbuchtung im Glas und damit der halt sauber funktioniert, hätte man auf diese Oberflächenbeschichtung zumindest teilweise verzichtet, diesen Fettfingerschutz. Außerdem muss man dazu noch wissen, dass es nicht ab Werk, hier sieht man ja auch so, keine weitere Funktion hat wie Home-Button oder so, das ist der. Es sei denn, man stellt hier in den Einstellungen noch was um. Und zwar hier oben bei Navigationstasten, da hat man nämlich diese Auswahl. Und jetzt achtet drauf, sobald ich hier oben klicke, unten verschwindet die Navigation. Und der erklärt mir hier, wie ich jetzt zurückkomme, was der Home-Bildschirm ist. Nämlich einen langen Druck jetzt hier drauf. Und wenn ich wische, dann lande ich hier in andere Richtung. Genau, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Dauert ein paar Stündchen vielleicht, aber dann kommt man jetzt auch so hier in den Task-Manager. Hat natürlich den Vorteil, dass man hier jetzt nicht mehr unten diese Leiste hat. Also jetzt beispielsweise hier mal so, da kann man es vielleicht ein bisschen besser erkennen. Das heißt, ich habe jetzt den gesamten Bildschirm netto zur Verfügung und nicht diese, meistens sind das so 7-8% in der Fläche insgesamt, die das ausmacht. Da fällt halt dieser schwarze Rahmen da unten nicht weg. Displaygröße ist ja fast gleich geblieben, 5,1 Zoll statt 5,15, 129 mm, 131 nicht der Rede wert. Auch identische Auflösung, 1080 x 1920 Pixel. Helligkeit fast auch wieder gleich, 510 statt 540 Candela pro Quadratmeter. Aber damit ich jetzt hier nicht durcheinander komme, weil hier da kurz drücken, da lang drücken, das wird mir dann unvereinigt. Ich muss zugeben, ich habe mich jetzt noch nicht wirklich dran gewöhnt. Deswegen stelle ich jetzt mal wieder hier zurück. Ja, also passt soweit, gute Displayqualität, auch IPS Dual Domain, hohe Blickwinkelstabilität und so weiter. Passt alles super soweit. Und sowieso, ich hatte es ja schon gesagt, Alu Unibody. Das heißt, also ich habe wirklich eine hohe Verarbeitungsqualität. Insgesamt fühlt sich das top an. Dann kommen wir, wenn ich schon auf der Rückseite bin, mal zur Kamera. Die sieht zwar optisch identisch aus, ist wieder auch Leica co-gebrandet, mit Leica zusammen entwickelt, aber unter der Haube hat sich eine Menge getan. Das Gesamtergebnis hatte hier ja 12 Megapixel. Jetzt sind wir hier bei 20 Megapixel angelangt. Und man hatte auch so ein bisschen das Konzept rumgedreht. Es ist weiterhin einmal monochrom, also schwarz-weiß, und einmal RGB, also Farbsensor. Der Farbsensor hat 12 Megapixel und der schwarz-weiße 20. Allerdings ist jetzt der schwarz-weiße der primäre. Das heißt, das ist das Ausgangsmaterial und das wird dann angereichert mit Informationen, beispielsweise Farbinformationen vom anderen Sensor. Allerdings ist nur der Farbsensor
mit einem optischen Bildstabilisator ausgestattet. Das heißt, wahrscheinlich kommt dann auch bei Videos nur der zum Einsatz, um da diesen Verwacklungsschutz hinzubringen, weil ich habe ja jetzt hier auch Videoaufnahmen in 4K, UHD, Ultra HD statt Full HD. Das heißt, das beansprucht natürlich auch den Prozessor ganz enorm und ich kann mir nicht vorstellen, dass man es schafft, zweimal die Daten hier zu verarbeiten und dann auch noch einmal mit und einmal ohne optischen Stabilisator. Die kriegen ja völlig andere Informationen. Also das kann ich mir an dieser Stelle dann nicht vorstellen. Also das nochmal so ein bisschen als Hintergrund zur Technik. Da werden wir uns natürlich dann auch nochmal die Qualität anschauen, wie sich das in der Praxis auswirkt, sowohl bei den Videos als auch bei den Fotos und natürlich auch auf der Frontkamera. Aber da, glaube ich, hat sich nicht so viel getan, weil nominal weiterhin 8 Megapixel Videos in Full HD. Da, glaube ich, hat man jetzt nicht so das Augenmerk drauf gelegt. Aber auch das gucken wir uns natürlich alles im finalen Test nochmal an. Dann hat sich der Speicher mal eben kurz verdoppelt, der interne, von 32 auf 64 GB oder von 22,6 auf 48,2 netto. Und erweiterbar ist er sowieso bei beiden, jetzt halt offiziell bis zu 256, mein Gott, aber auch beim P9 habe ich selbst mal ausprobiert. Mit einigen Karten klappt das auch anstandslos. Man sollte allerdings jetzt wissen, falls jemand sich anderweitig erkundigt hat und gesehen hat, ist ja super, ich habe ja einen Hybrid-Slot, das heißt also einmal hier vorne Nano-SIM und dann habe ich hier MicroSD oder eine zweite Nano-SIM so quer. Im Prinzip ist das schon richtig, aber ich habe es halt ausprobiert und hierzulande wird das leider nicht unterstützt. Das heißt, wahrscheinlich haben da die Netzbetreiber quergeschossen und gesagt, das mögen wir nicht so und dementsprechend hat Huawei dieses Feature softwareseitig ausgeschaltet. Heißt also, theoretisch ginge es, wenn man aus anderen Ländern importiert, gibt es aber andere Probleme, war nicht immer so ein bisschen vor, aber ihr solltet es wissen, hierzulande kein Dual-SIM, aber das sind wir ja dann auch schon gewohnt. Und last but not least, ich habe jetzt statt 300 600 Megabit pro Sekunde nominal, das heißt doppelte LTE-Geschwindigkeit, sofern das Netz das unterstützt, am Standort unterstützt, der Vertrag das unterstützt und so weiter und so weiter. Also in der Praxis wird das nicht allzu viel ausmachen. Eher schon die Tatsache, dass der SAR-Wert, der Strahlungswert runtergegangen ist. Der war hier noch relativ hoch beim P9, 1,43 Watt pro Kilogramm. Gut, erlaubt sind 2, also es ist locker noch drunter, aber vergleichsweise hoch und jetzt beispielsweise hier beim P10 sind es 0,96. Oder wenn wir schon dabei sind, ich hatte ja gerade das HTC U Play vorgestellt, das hat 0,4 nur. Also nochmal weit halbiert. Allerdings hat das ja eine Glasrückseite, kein Aluminium Unibody, wo man dann die Antennen halt hier so ein bisschen verstecken muss. Und das macht es dann natürlich schwierig. Sieht man ja auch beim iPhone. Das war ja auch im Prinzip hier auf dem Niveau vom P9. Trotzdem kaufen es die Leute, aber ich möchte es erwähnt haben. Gut, Emotion UI, ihr habt es schon gesehen, das ist weitgehend identisch geblieben, bis auf diese kleine Geschichte hier vorne. Bei den Verknüpfungen, die sind jetzt, also erstens habe ich eine Vorschau und wenn ich dann nochmal runterziehe, habe ich die Gesamtvorschau. Die sind zwar kleiner, aber was ich halt etwas unschön fand auf dem Vorgänger, dass man hier immer scrollen musste gegebenenfalls. Und hier habe ich es jetzt auf einen Blick, das finde ich von daher begrüßenswert, aber sonst, ihr habt es ja auch gesehen, hier Einstellungen beispielsweise, keine weiteren großen Unterschiede, zumal ich jetzt ja inzwischen auch per Update beim P9 das Android 7 drauf habe, das hier gleich ausgeliefert wird, 7.0 um genau zu sein. Von daher ist das jetzt auch kein so gravierender Unterschied. Umso mehr kommt es natürlich auf die Prozessorleistung und auf die Akkulaufzeit an. Deswegen fangen wir jetzt mal mit dem Prozessor an. Hier beim P9 war es ja noch der Kirin 955, der Vorgänger, und hier ist es jetzt der 960er. 8 Kerne sind geblieben, auch die Taktung ist quasi identisch, 2,4, 1,8 statt 2,5, 1,8. Aber ich habe erstens 4 statt 3 GB Arbeitsspeicher und eine komplett neue Grafikkarte, Grafikmodul. Hier war es noch die Mali T880 P12 und hier ist es jetzt die neue G71 MP8, und was das bedeutet und natürlich auch der Prozessor insgesamt, die Architektur, die Fertigung, das sieht man dann in den Benchmarks. Da nehmen wir ja immer mehr als 50 Werte aus 15 verschiedenen Benchmarks. Ja, und da liegt mal kurzerhand hier das P10, oder ich fange mal mit dem P9 an, machen wir es ein bisschen spannend. Das liegt aktuell 55% über dem Durchschnitt, kann sich sehr gut sehen lassen, überhaupt selbst für Intensivnutzer top, das reicht eigentlich völlig aus, aber manchmal muss es ja ein bisschen mehr sein. Da heißt man dann hier beim P10 richtig, und jetzt bitte festhalten, Trommelwirbel, 233% überm Durchschnitt, also 2,3 mal stärker als der Schnitt.
Und damit hat dann leider Gottes auch schon das HTC U Ultra, das wir ja kürzlich zur neuen Nummer 1 gekürt haben, muss da schon wieder abdanken. Das ist aktuell 148% über dem Durchschnitt. Also auch das sensationell. 1,5 mal stärker als im Schnitt. Aber hier, das legt nochmal richtig einen oben drauf. Also Kirin 960, Respekt, muss ich sagen. Und damit kommen wir zur Akkulaufzeit. Der ist im Prinzip vom Fassungsvermögen mit 3100 statt 3000 mAh jetzt nicht wirklich signifikant größer geworden. Aber was er draus macht, boah. Also hier 3000 mAh, 434 Minuten im Laufzeittest, 15% unterm Durchschnitt. Nicht so doll. Vor allen Dingen für Intensivnutzer ein bisschen schwach. Normalnutzer werden vielleicht noch so über den Tag kommen. Hier drüben jetzt beim P10 698 Minuten und damit 36% überm Durchschnitt. Das sollte auch Intensivnutzern reichen, um über den Tag zu kommen, ohne nachtanken zu müssen. Und vor allen Dingen 61% mehr Laufzeit. Also wer beispielsweise jetzt das P9 hat und sagt, naja, so Nachmittag wird's eng oder abends spätestens, der kommt jetzt hier mit dem P10 locker über den Tag, ohne nachtanken zu müssen. Also das ist ja Sinn des Ganzen, auch wenn es mal ein bisschen intensiverer Tag wird, dass man trotzdem den Abend erreicht, die nächste Steckdose und dann ist gut. Also das gefällt mir ausgesprochen gut, ausreichende Akkulaufzeit, tolle Prozessorleistung. Sehr solide, edel, schick, hoffentlich auch wieder gute Kameraergebnisse. Von daher, das macht alles jetzt schon einen sehr, sehr guten Eindruck und dafür 599 Euro. Unverbindliche Preisempfehlung natürlich, wie immer. Hier waren es 569, also gerade mal 30 Euro mehr. Und dafür diesen Aufschwung und allein der doppelte Speicher schon. Also das ist es auf jeden Fall wert, zumal die Straßenpreise ja immer deutlich drunter liegen. Hier das P9 mittlerweile bei, ja sagen wir, 400 Euro angelangt. Und hier wird es wahrscheinlich zum Start jetzt bei Verfügbarkeit 480 oder sowas kosten ohne Vertrag. Und dann 480, das wäre schön. 580 und hier sind wir bei 400. Von daher, das wird auch noch sinken. Aber trotzdem schon jetzt finde ich den Preis, also das scheint gut zu sein. Wir werden uns natürlich auch das Preis-Leistungs-Verhältnis nochmal genau anschauen im finalen Test. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein hier vom P10 im Vergleich zum Huawei P9. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis bald. Ciao. Das war der Expertentipp von Verivox. Spart jetzt bei Strom, DSL und vielen anderen Möglichkeiten.